Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Freunde, wir waren hier beim letzten Mal tatsächlich in unserer Hauptstadt weiter unterwegs und wollten uns weiter aufbauen. Jetzt ist es allerdings so, ich muss jetzt erstmal einige Sachen zum Anfang der Folge klarstellen. Ich habe in der Zwischenzeit mal ein bisschen rumgeschaut im Internet, im Netz und sagen wir es mal so, das Ziel von SimCity 4 bei meiner Stadt war es ja, eine riesen Downtown zu machen. Ne? Also das war jetzt hier im Prinzip die ganze Karte voller Hochhäuser haben. Und dann außenrum in der Region die kleineren Suburbs aufbauen. Dann ist mir aufgefallen, Mensch, die Häuser werden ja gar nicht größer als das hier, obwohl wir hier schon 2600, 260.000 Einwohner haben. Es liegt zum einen daran, weil wir hier Luftverschmutzung haben ohne Ende. Da werde ich auch im Laufe des Spiels, beziehungsweise im Laufe der Folge mal probieren, auf eine Monorail anstatt diese Hochbahn hier umzusteigen. Weil es kann sein, dass sie weniger Luftverschmutzung verursacht. Was mir noch aufgefallen ist, Luftverschmutzung kann man bekämpfen, indem man Bäume pflanzt. Ganz genau, Freunde, indem man Bäume pflanzt. Und das geht auf zwei Wege. Einmal hier drüber, kostet allerdings Geld. Und die andere Möglichkeit ist, wir drücken einfach Steuerung Alt Umschalt und dann hier den Gott-Modus. Und wir können hier gratis Bäume pflanzen. Sollte eigentlich, ja genau, geht, funktioniert. Und diese Bäume würde ich jetzt einfach mal über diese ganze Stadt hier verteilen. So, weil diese Bäume vernichten die Luftverschmutzung und wenn wir keine Luftverschmutzung mehr haben, kommen bessere Gebäude. Zu den Gebäuden gibt es jetzt auch Folgendes zu sagen. Und zwar, ich habe das Spiel auf Pause gemacht. Ihr werdet gleich sehen, dass die Luftverschmutzung weggehen wird. Es liegt daran, ich habe herausgefunden, dass das tatsächlich die höchsten Gebäude sind, die wir im Spiel erregen können, hier diese Wohngebäude. Na, und was wäre das denn, wie traurig wäre das denn, wenn wir nicht keine höheren Gebäude kriegen würden? Ihr seht schon, hier wird gebaut. Na, hier wird kräftig gebaut. Auch hier unten habe ich gerade eben was gesehen. Hier wird auch kräftig gebaut. Ich habe nämlich einen Bot installiert. Ja, der uns die Möglichkeit gibt, endlich unsere geliebten Wolkenkratzer zu bauen. Beziehungsweise unsere Hochhäuser. Unsere Gewerbehochhäuser. Weil es ist tatsächlich so, dass dieses Gebäude hier das Maximum darstellt. Im Standardspiel. Und wir werden jetzt einen riesigen Aufschwung in dieser Stadt erleben. Das wird richtig krass jetzt. Ich werde das Spiel jetzt gleich laufen lassen und ihr werdet sehen, wie überall jetzt ja eine Mega-Downtown entsteht. Sag ich jetzt einfach mal. Und ja, es sind sehr, 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 sehr viele neue Gebäude, die jetzt kommen werden. Und in meinem privaten Durchgang hat das schon einen riesen krassen Effekt gehabt. Und ihr seht auch, die Nachfrage ist riesengroß. Auch nach Hightech-Industrie und nach Herstellungsindustrie. Nur mittlere Wohngebiete sind zu wenig. Aber ihr seht, die Nachfrage ist schon extrem gewachsen. Da würde ich einfach mal sagen, Freunde, lasst den Aufschwung beginnen. So, ihr seht's. Es sprießen jetzt überall Hochhäuser aus dem Boden. Guckt mal hier. Da, da, da unten. Wobei das hier ein Bug ist, das machen wir nicht. Es gibt noch so ein paar Häuser, die sind verbuggt. Aber schaut euch das an. Schaut euch dieses Wachstum an. Es ist einfach krass, weil wir haben die grundlegenden Bedürfnisse der Stadt haben wir erfüllt schon und schaut euch das mal an. Atricia Plaza SS. 8.700 Jobs. Es ist so krass, schaut euch das hier an. 2700 Jobs. Camelot. Genau, das sind die Gebäude aus dem Mod, den ich installiert habe. Und schaut euch das an hier.
Das sind alles Büros, genau, Büros und hier auch Büro. Und ja, richtig krass. Jetzt kriegen wir endlich hier Night 01 Grow. Kunden hoch. Das heißt, wir kriegen jetzt endlich hier unsere Hochhäuser. Weil es war wirklich so, dass das hier das Maximum war. Oh, und wir haben schon... Ah, okay, und wir haben jetzt Einwohnernachfrage. Das heißt, ihr könnt auch hier... Genau. Wir kriegen hier neue Einwohnerhäuser. Guck mal, Atlas Tower. Pendelverkehr kurz. Das ist natürlich... Pendelverkehr kurz ist immer gut, Freunde. Pendelverkehr kurz ist richtig gut. Schaut euch die an, ey. Die Wohnhäuser, ja? So können wir jetzt Schritt für Schritt einfach abwarten. Was ist das denn hier? Ach! Armes Gewerbegebiet Dienstleistungen. Krass. Ja, genau. Und ja, im Prinzip kriegen wir jetzt hier unsere Hochhäuser endlich. Und ja, ich bin mal gespannt, ja, wie es jetzt weiter hier gehen wird mit dem Wachstum der Stadt. Also im Moment scheinen wir ja zu wenig Einwohner zu haben hier, ne? Genau. Ja, wobei, der Wachstumsschub ist geringer, als ich mir das gehofft hatte. Guck mal hier. Double Tree Hotel. Mittleres Gewerbegebiet, Dienstleistungen. Ah, die sehen so cool aus, die Gebäude hier. Schau euch das an. Der Cumberland Tower. Das sind alles neue Gebäude. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Okay, Freunde, das heißt... Und noch ein geiles Feature von dem Mod. Ich habe endlich... Ja, die Auflösung angepasst vom Spiel. Das heißt, ihr solltet jetzt keine Ränder mehr sehen, wenn ich es aufnehme. Weil im Originalspiel war es tatsächlich so, dass wir die Ränder nicht wegbekommen haben. Jetzt hier im aktuellen Spiel ist es so, dass ich die Ränder wegbekommen habe durch diesen Mod. Und ja, dann würde ich einfach mal vorschlagen, bauen wir mal das nächste Wohngebiet hier auf. Genau, wieder 4x4 Gebäude und 3x3 Gebäude. Machen wir das einfach mal. So. Wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, dass wir die Wohn- und Gewerbegebiete trennen. Das würde ich vorschlagen, mache ich auch weiterhin so. Aber wir wollen uns einfach weiter aufbauen. Und ihr seht, wir verdienen einen Arsch an Kohle. Deswegen machen wir die Glücksspiel-Legalisierung mal raus. Weil, ja, wie gesagt, Glücksspiel-Legalisierung fördert Kriminalität und Kriminalität können wir überhaupt nicht gebrauchen hier. Alles klar. Dann wollten wir noch auf die Luftverschmutzung kurz gucken, weil wir haben hier Bäume gepflanzt. Und ihr seht's, ne? Die Bäume, die wir jetzt hier gepflanzt haben, ja, die bringen, dass die Luftverschmutzung weniger wird. Schaut euch das an. Wir pflanzen jetzt hier überall unsere Bäume. Dadurch wird die Luftverschmutzung gesenkt. Ja, das ist natürlich mega gut, ne? Schaut euch das an. So, überall Bäume pflanzen, schön. Und ihr seht, wenn man die Bäume pflanzt, kommen auch neue Gebiete aus dem Boden geschossen. Das ist wirklich gut. Hier oben ist halt sehr viel, ne? So, alles klar. Gut. Aber ich glaube, die Luftverschmutzung ist jetzt gar nicht so schlimm in unserer Stadt. Die war in meinem privaten Durchgang, war die schlimmer. So, was haben wir noch? Genau. Dann habe ich noch gelernt, dass wir für die Bildung auch den Altersdurchschnitt gucken müssen, klar. Dass wir aber nur eine städtische Hochschule brauchen und nur ein Museum. Tatsächlich, weil das halt städtisch gilt. Städtisch heißt für die ganze Stadt. Deswegen würde ich jetzt einfach mal gucken. Anzahl der Besucher 0. 355. Ja, das passt. Und die städtische Hochschule bräuchte... Ah, schaut mal hier. Hier sind noch so ein paar Gebäude aus dem Mod, den ich da installiert jetzt habe. Casino können wir bauen. Lockt unerwünschte... Nee. Unerwünschte Zeitgesetz wollen wir nicht haben. Hier haben wir auch nochmal so ein bisschen was. Aber wie gesagt, diese ganzen Sonderfunktionen werde ich nicht nutzen. Ich werde die normalen...
normalen Sachen des Spiels benutzen. Und wir haben hier gerade ein kleines Bildungsproblem. Merke ich gerade, ne? Weil schaut euch das an, die Bildung ist komischerweise rot bei mittelalten Leuten. Das heißt, wir brauchen eine städtische Hochschule. Die würde ich sagen, packen wir ja einfach mal dahin. Direkt an den Flughafen und gucken mal, wie viele Schüler da sind. Ja, seht ihr das? Das passt doch. Sehr schön, da kommt schon das nächste Hochhaus. Sehr gut. Möbel Krüger. Jawohl. Cool. Und noch eine Sache ist tatsächlich. Das ist eine halbe Wissenschaft, dieses Spiel, ich weiß. Noch eine Sache ist, wir brauchen gebildete Bürger, um Nachfrage nach Hightech-Industrie zu generieren. Und wenn Hightech-Industrie generiert wird, werden auch die reichen gewerbegerichtete Büros nachgefragt. Deshalb. Ach, guck mal da kommt noch einer. Sehr cool. Und deswegen brauchen wir einen Arsch voll. Hab ich jetzt 2x3x3? Ist okay. 3x3 Hochhäuser sind auch nicht schlecht im Spiel. So, da brauchen wir jetzt hier halt massig Parks. Genau, wir brauchen nämlich auch Plazas für die Gewerbegebiete, aber das hatten wir beim letzten Mal schon erwähnt. Nur warum gibt es hier gerade kein Wachstum? Das ist gerade was, wo ich mich tatsächlich frage, warum? Nur weil wir haben die Nachfrage. Aber es kann gut sein, dass die keine Polizei und so haben, ne? Ah, genau, die haben keine Polizei. Genau, aber die bauen trotzdem. Die bauen trotzdem, obwohl sie keine Polizei haben. Ja, das ist natürlich... Und hier wieder kleine Bugs. Ja, das ist... der Mod ist nicht ganz perfekt. Die können wir einfach abreißen, wenn wir sehen. Da werden halt neue gebaut. Von daher... Ja. Wie gesagt, die hier brauchen Polizei. Noch eine Sache ist tatsächlich... bei dem Spiel, wenn wir die Bereiche hier... Ah, wartet mal, wir brauchen wieder von der Nachbarstadt, brauchen wir wieder Energie. Wenn wir die Einzugsbereiche von den öffentlichen Einrichtungen, wenn wir da... Oh Gott, wir haben kein Wasser mehr. Wartet mal, machen wir mal langsam. Wenn wir die Einzugsbereiche, sagen wir mal hier von dieser Feuerwehr. Da seht ihr ja den Kreis da drum, ne? Hier, da haben wir die verschiedenen Kreise. Die Kreise sagen Abdeckung von Polizei und Feuerwehr aus. Auch von der Bildung. So, und wenn wir diese... Also jedes Bildungsgebäude und Polizei und Feuerwehr dient halt in einem Radius. So, und wenn wir jetzt unsere Gebäude... Ach, guck mal da oben, da haben wir schon wieder einen Bug hier. Und wenn wir hier Gebäude sind, beziehungsweise den Radius erweitern wollen, indem zum Beispiel diese große Grundschule hier gilt, kann man entweder die Busfinanzierung erhöhen. Ihr seht, dann bewegt sich der Kreis. Ja, dann bewegt sich der Kreis her. Das heißt, der Bereich der Abdeckung wird erhöht. Und wenn wir das jetzt ganz effizient machen wollen, können wir hier bei Gesundheit und Bildung einfach hier unten hingehen und die Schulbusse und die Ambulanzen hochschrauben. Und dann sollten wir jetzt keine Probleme mehr haben. Außer dieses kleine Wasserproblem. Deswegen würde ich einfach mal in die Region gehen und in die Nachbarstadt. Ja, es dauert jetzt halt eine kleine Weile länger, bis das... ja, was soll ich sagen? Oh Gott, können wir hier überhaupt noch... Oh shit, Freunde. Zone aufheben. Bitte, unbedingt. Was haben wir denn hier gemacht? Was haben wir denn hier gemacht? Na gut, das ist gerade ein bisschen merkwürdig, aber okay. Was ist das denn? Industriegebiet? Was haben wir denn hier gemacht, Freunde? Also wirklich.
Aber die, das Klärwerk muss angeschlossen sein. Wir brauchen einfach, was das hier angeht, warte mal, das Ding muss an den Strom angeschlossen werden. Wir brauchen einfach mehr Kraftwerke. Mehr Wasserpumpen. Und in dem Fall würde ich jetzt einfach sagen, sollte die alle mal abreißen und große Pumpen hier hinklatschen. So. Und dass wir dann hier sagen, dass wir das ganze Wasser, was wir hier produzieren, hier an Sibitown verscherbeln. Weil wir dann sagen können, okay. weil wir dann die Nachbarstadt halt unterstützen können. Da würde ich sagen, können wir gerade nicht. Warum können wir das denn nicht? Umweltschützer? Oder was ist hier los? Nein, okay. Speichern unsere Region. So, gehen wir nochmal in unsere Stadt zurück. Und ihr seht, das Wasser sieht auch ein bisschen anders aus, ne? Da ist auch wohl irgendwas mit reingekommen. Hier, das Wasser sieht jetzt ein bisschen realistischer aus. Schaut mal. Sieht schon cool aus. Nur ich frage mich jetzt gerade, warum können wir hier kein Wasser? Wir brauchen unbedingt Wasser eigentlich, ne? Weil ihr seht's. Ja, hier unten. Wir brauchen unbedingt Wasser. Und ich möchte eigentlich ungern hier in meiner Stadt, in der Hauptstadt, Wasserpumpen aufstellen. Na, warte mal, vielleicht müssen wir kurzzeitig eine aufstellen. Reicht das schon? Reicht das schon? Das reicht schon, okay. Damit wir irgendwie scheinbar wieder was von den Nachbarn kriegen, weil irgendwas ist hier, kaputt. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber okay. Gut. Da haben wir wieder ein komisches Gebäude hier. Das sind doch mehr, als ich dachte, ne? Diese verbackten. Also in meinem privaten Durchgang waren das nicht so viele. Aber hey, schaut euch das an. Wir kriegen immer mehr Wolkenkratzer hier. Pearl Coast Hotel Tower. Was ist das hier? Brighton Export EB. Mittleres Gewerbegebiet. Ja. Sagen aber nicht, was es ist, ne? Aber okay. Genau. Und ja, so. So, das ist doch jetzt. Oh ne, oh ne. Oh ne, oh ne. Was ist das denn? Ah ja, okay. So macht es doch mehr Spaß. Schau euch das mal an. Elliot Tower. Das ist richtig cool, ey. Das ist richtig cool. So, da freue ich mich auch, dass wir jetzt hier so einen Fortschritt haben. Und du auch nicht. Weil ich musste da wirklich ein paar Gebäude rausnehmen tatsächlich. Weil das sonst viel zu lange geladen hätte, das Spiel. Und deswegen kriegen wir hier manchmal diese Geschenkboxen einfach hochgezogen. Aber schau dich das an. Unsere Skyline, ja. Die nimmt Formen an. Der Cumberland Tower. Es sieht richtig krass aus. Schaut euch diese Gebäude an. Park Lee Young Finance. Wow, boah, geil. Schaut euch diese Gebäude an, ey. So macht SimCity Spaß. Das sage ich euch, ey. So macht SimCity doch wesentlich mehr Spaß. Und wir brauchen einen Arsch voll Hightech-Industrie, ne? Und ich einfach mal vorschlage, springen wir mal in so unsere Hightech-Industrie-Stadt. Weil das gleiche, was hier in der Stadt gilt. War das hier die Hightech? Ne, das war hier. Gilt natürlich auch für Hightech-Industrie. Ne? Und, genau, das hatten wir beim letzten Mal schon geklärt mit dem Müll. Ja, genau. Wir brauchen hier Hightech-Industrie. Das heißt, wir müssen hier nochmal ein paar Parks aufbauen. Einmal hier normale Grünflächen. Oder funktioniert das gar nicht mehr? Funktioniert diese Stadt nicht mehr? Luftverschmutzung? Nee. Wasserverschmutzung? Auch nicht. Ach, okay, 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 okay. Weil sie eine Feuerwache brauchen. Alles klar. Dann bauen wir denen mal eine Feuerwache hier hin. Nee, auch nicht.
Dann müssen wir uns eine neue Stadt eröffnen. Dann weiß ich nicht, was hier mit kaputt ist. Okay, dann machen wir mal hier unsere Hightech-Industrie hin. So, weil wir brauchen nämlich auch sau viel Hightech-Industrie, wie gesagt. Dann regeln wir das mal hier. Schwerindustrie wollen wir hier bitte nicht haben. Herstellende auch nicht, sondern nur Hightech. Weil, wie gesagt, Hightech-Industrie-Nachfrage ist verdammt wichtig, Freunde. Ist verdammt wichtig. So, und eigentlich auch viele Verbindungsstraßen zu unserer Hauptstadt. Aber bei den Verbindungsstraßen habe ich immer ein bisschen Angst, weil wenn wir die Verbindungsstraße... verdammt, egal. Wenn wir die Verbindungsstraße zu uns bauen, dann werden Gebäude abgerissen bei uns. Und ich möchte nicht, dass das die falschen Gebäude sind. Dann machen wir hier zweimal Mühlkraftwerke, damit wir da auch ja kein Problem kriegen. Dann haben wir jetzt hier einmal Bzzzt, genau. Und dann hier einmal Hightech-Industrie. So. Wie gesagt, so lässt sich das doch viel besser spielen, wenn man wirklich die fetten Gebäude kriegt. So. Sammelt ihr euch jetzt hier an oder muss ich wieder Parks bauen? Ich muss wieder Parks bauen, okay. Die Hightech-Industrie, die stellt sich manchmal echt an. Das habe ich auch in meinem privaten Durchgang festgestellt, dass die wirklich ja, wählerisch sind, was das angeht. Ist nicht immer so einfach, die zu kriegen. Aber selbst bei der Hightech-Industrie gibt es neue Gebäude. Ich bin gespannt, ob wir davon jetzt gleich eins sehen. Ich glaube, das da. Höhenflugs-Luftfahrttechnik. Nee. Dann liegt es daran, dass wir noch nicht genug Hightech-Industrie in unserer Region haben. Weil tatsächlich diese hohen Gebäude sind regionsabhängig. Das heißt, je mehr Jobs jetzt, sage ich mal, von Hightech-Industrie in der Region sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier vernünftige Gebäude kriegen. Hier, da sehe ich doch schon was hier. Guck mal, das ist neu. HSU-Beschleuniger hat direkt mal 530 Jobs. Ja, das nehme ich gerne, das Gebäude. Und ihr seht, hier kommt noch so ein HSU-Beschleuniger, finde ich gut. Ah, die wollen halt alle Parks haben, ne? Das ist irgendwie... Aber hey, schaut euch das an. Hightech-Industrie-Nachfrage ist gedeckt und ihr seht, hier ist wieder eine reiche Gewerbegebiet-Nachfrage. Cool. Das heißt dann aber auch, dass wenn die hier fertig sind... Die bauen. Jetzt ist wieder. Hä? Ah ja. Jetzt ist wieder Nachfrage da. Eben war die Hightech-Nachfrage weg. Na gut. Okay, dann machen wir weiter. Machen wir noch eine Zone auf hier. Die Hightech-Industrie. So, dann. Zack. Ach ja. Ja, voll. Dann freue ich mich, dass wir wieder eingeschaltet haben hier bei SimCity. Wie gesagt, wie hier einige Veränderungen jetzt auf uns zukommen, bin ich wirklich sehr gespannt. So, dann machen wir denen hier nochmal ein paar Parks hin. Nehmen wir das nach wie vor an diesem Sonntagabend auf, tatsächlich. Wie immer, sonntagsabends. Ihr kennt das ja schon. Morgen wieder eine neue Woche fängt an, aber zum Glück eine kurze Woche, weil es ist ja bald Ostern. Ja, ich nehme das Ganze am 10. April auf. Und ja, freue ich mich, dass ich da mal wieder ein paar Tage frei habe. So, dann kann man ja auch mal wieder zusammen Command & Conquer spielen, wenn ihr Bock habt. Also ihr könnt euch ja dann einfach bei mir auf dem Discord-Server anmelden und ja, einfach mal Kontakt mit mir aufnehmen. So, wir haben hier LED Pro, schaut euch das an. 900 Jobs. Ja, das ist natürlich Bombe hier, richtig Bombe. Gut, dann brauchen die aber anscheinend noch mehr Parks oder so. Ja, die brauchen noch mehr Parks. Ja, das ist... Die sind echt wählerisch, was das angeht, ey. Aber... Nochmal LED Pro. Jawohl. Sehr gut. Was ist denn jetzt hier mit euch? Oder produziert ihr schon wieder Müll?
Wasserverschmutzung ist auch eigentlich nichts. Luftverschmutzung eigentlich auch nicht. Der Landwert ist unten. Warum ist der Landwert so niedrig? Attraktivität. Die Attraktivität ist aber da. Nur der Landwert ist irgendwie niedrig. Weiß ich ehrlich gesagt nicht warum. Das ist gerade ein bisschen komisch. Na gut, dann expandieren wir einfach. Dann expandieren wir einfach, weil ja, irgendwie müssen wir ja weitermachen. Ne? So, dann würde ich vorschlagen, geht's einfach weiter. So, hier 50.000, so zack. Los, aufbauen. Ihr kriegt ja schon eure Parks hier. Das ist so dumm, ey. Aber gut, ist halt manchmal. Hightech-Industrie will halt Parks haben. Was ist da? Jawohl, so. Und wir haben Blackouts, wie ihr seht. Das wollen wir natürlich nicht. So, schönes Kraftwerk hier. Ach so, wartet mal. Um Luftverschmutzung zu verhindern, brauchen wir hier natürlich auch noch eine Stadtverordnung. Ne? Die brauche ich natürlich auch in der Hauptstadt. Verordnung zur Luftreinheit. So, dann wird die Luftverschmutzung gesenkt. Der Landwert steigt. Schaut euch das an. Der Landwert steigt. Das ist schon mal gut. Alles klar. Dann haben wir noch Nachfrage. Ja, wir haben noch Nachfrage. Schaut mal, das hier ist auch ein neues Gebäude. Cryotest. Yeah. Das ist jetzt tatsächlich Hightech-Industrie. Was ist mit dem hier los? Das ist irgendwie kaputt gebackt. Naja, gut. Ach, die Gebäude, die ich gedownloadet habe, die sind halt nicht alle so ganz perfekt, ne? Aber das. Wer ist das schon? Wer ist schon perfekt, ne? So, dann wieder Parks aufbauen, damit die Industrie sich ja schön ausbreitet. Alles klar, dann zack, 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 zack. Och Mensch, was ist denn hier los? So, okay. Aber die brauchen halt extrem viele Parks, habe ich das Gefühl, ne? Aber ist halt wie im richtigen Leben. Hightech-Industrie siedelt sich halt auch nicht überall an. Das ist ja die Krux bei der ganzen Sache, ne? Da muss man ein bisschen sich Mühe geben für die Hightech-Industrie. So, wenn man die unbedingt hier haben will, dann, ja. Ja, die Nachfrage geht weiter runter. Das heißt, wir haben es gleich. Und dann können wir auch direkt schon wieder in die Hauptstadt springen. Ach ja, okay. Müssen wir noch eine Zone aufmachen hier? Achso, ja, genau. So, dann nochmal Parks hinzimmern. Und dann sollten... Oder haben sie schon? Ach, sie haben schon. Okay. Alles klar. Das heißt, dann können wir die speichern und zur Region gehen. Dann habe ich, hier seht ihr das, ne? 40.000 Jobs der Hightech-Industrie. Und das hilft uns hier in unserer Hauptstadt verdammt weiter. Weil wenn wir jetzt mal unsere Hauptstadt aufmachen, dann sieht ihr hier, wie die... Wir brauchen jetzt Herstellungs... Ach, okay, ja. Ja, ja, klar. Hightech-Industrie und Herstellungsindustrie brauchen wir. Das heißt, wir müssen leider noch mal ganz kurz aus der Hauptstadt rausspringen. Und nochmal in unsere Herstellungsstadt. Das war, glaube ich, die, ne? Das kann sehr gut sein, ja. Dass das die war. Genau, Herstellungsindustrie. Baut weiter auf, bitte. Genau. Oh Gott, wir haben kein Geld. Warum haben wir kein Geld hier? Was ist das denn? Hardon Industries, Kohlemine. Ah, guck mal. Das ist eine Kohlemine. Cool. Industrie herstellend, jo. Ah, und dann ist auch schon der Bedarf gedeckt. Alles klar, dann können wir auch schon wieder rausgehen. Und da ist die Folge voll. Halbe Stunde ist schon voll, ey. Oh, was ist das denn hier? Da haben wir wieder zwei Bugs. Schade. Wartet mal, die Bugs müssen wir noch kurz wegmachen.
Ja, ich habe ein paar Gebäude hier, wie gesagt, sind hier, die dürfen hier nicht sein. So. Ja, verdammt. Das waren. Ah, jetzt hört doch auf. Das waren gute Gebäude, Mensch. Warum? Das hört doch auf. Ja, ich muss auch zugeben, ich habe mich bei der Industrie nicht wirklich drum gekümmert, um die Gebäude. Ich habe jetzt einfach nur für Wohngebiete und Gewerbe. Ge Ach, verdammt, Feuer. Ihr wisst, was ich da mache, ne? Betrieb abreißen. Ich habe mich nur um Wohn- und Gewerbegebiete gekümmert für die Hauptstadt und die Industrie ein bisschen vernachlässigt, muss ich sagen. Verdammt. Aber hey, sollte doch jetzt passen so. Na, können wir noch die Nachfrage voll machen? Geht das? Da oben ist auch schon wieder so was. Verdammt mal. Schon wieder. Ah, okay, so passt das. Sehr gut, alles klar. Da haben wir jetzt die herstellende Industrienachfrage gedeckt. Und da würde ich einfach mal sagen, jo Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat von SimCity 4, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Das ist gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht mit weiterem Wachstum, sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Ne? Tschüss.